In diesem Beispielvideo möchte ich noch einmal auf Funktionen und Ableitungen der Form k mal f von x und f von k mal x eingehen. Ich habe sie bereits in meinem Überblicksvideo erklärt. Wir haben es mit zwei Funktionen f und g zu tun. F von x ist der Sinus von a mal x und g von x ist a mal Cosinus von a mal x, wobei a eine reelle Zahl ist. Welche Beziehung besteht zwischen den Funktionen f und g und deren Ableitungsfunktionen? Kreuzen Sie diejenige Gleichung an, die für alle reellen Zahlen gilt. Es ist eine einzige Gleichung richtig, Antwortformat 1 aus 6. Bevor wir uns aber den einzelnen Aussagen widmen, möchte ich die Ableitungsfunktion der beiden gegebenen Funktionen bilden. F von x ist Sinus von a mal x. Wir haben es hier mit einem Funktionstypus der Form f von k mal x zu tun. Wir wissen, zuerst wird die äußere Ableitung gebildet und anschließend mit diesem multiplikativen Faktor k multipliziert, der dann vorangestellt wird. Das heißt, die Ableitungsfunktion f' von x, Sinus ergibt abgeleitet Cosinus, der innere Ausdruck a mal x bleibt zunächst unverändert und dieser multiplikative Faktor a wird vor die äußere Ableitung gestellt. Das heißt, f' von x ist a mal Cosinus von a mal x. Die zweite Funktion, g von x, hat die Funktionsgleichung a mal Cosinus von a mal x. Um diese Funktion abzuleiten, müssen wir beide Regeln anwenden. Zunächst haben wir es mit einem multiplikativen Faktor k zu tun, der beim Ableiten unverändert bleibt. Das heißt, g' von x ist gleich a mal. Und jetzt haben wir die Funktion Cosinus von a mal x. Das heißt, diese Regel hier wird angewendet. Zunächst wird die äußere Ableitung gebildet. Der innere Ausdruck bleibt unverändert. Cosinus ergibt abgeleitet minus Sinus von a mal x. Und anschließend mit diesem inneren Faktor a multipliziert, der wieder nach vorne geschrieben wird. Das Vorzeichen wird auch nach vorn gesetzt und ich erhalte minus a Quadrat mal Sinus von a mal x. Das ist meine Funktionsgleichung für die Ableitungsfunktion g' von x. Und wenn wir uns jetzt diese Aussagen hier ansehen, a mal f' von x ist g von x, so müssen wir nur mehr einsetzen und überprüfen, ob diese Zusammenhänge richtig sind. A mal f' von x ergibt a² mal Cosinus ax, das ist nicht g von x. g' von x ist f von x, wir vergleichen, g' von x ist ungleich f von x. A mal g von x ist f' von x. A mal g von x ist a² mal Cosinus ax und das ist nicht f' von x. F von x ist a mal g' von x. A mal g' von x ist minus a hoch 3 mal Sinus von ax und das ist nicht f von x. Die fünfte Gleichung hingegen, f' von x ist g von x. F' von x ist ident mit der Funktion g von x, ist richtig. Und die letzte Gleichung, die sechste Gleichung, g' von x ist a mal f von x. A mal f von x wäre a mal Sinus von a mal x und das ist nicht g' von x. Wir haben die fünfte Gleichung als richtig erkannt und können sie demzufolge ankreuzen. Und dieses doch sehr schwierige Beispiel ist auch schon gelöst.